In diesem Video zeige ich dir die Top 7 Aktien zum Kaufen im März 2021. Wie immer gilt, alle diese Aktien, die ich vorstelle, die Gewinne dürfst du behalten, aber die Verluste musst du leider auch behalten. Deswegen bitte nicht blind nachkaufen, sondern immer diszipliniert bleiben. Wir haben viel Recherche für dich aufgewendet, um dir nicht Aktien wie zum Beispiel Amazon, Microsoft oder ähnliche vorzustellen, sondern um dir Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe vorzustellen, die jetzt da sind und wirklich im März 2021 und darüber hinaus große Profite versprechen. Dazu nehme ich dich jetzt mit auf meinen Bildschirm. Das erste Unternehmen, das ich dir vorstellen möchte, ist das Unternehmen Molson Coors Beverage. Und es ist eine Brauerei, die in über 100 Ländern vertreten ist. Es ist die fünftgrößte Brauerei der Welt. Die größte Brauerei ist ja AB InBev und danach kommt, glaube ich, auch die Heineken Brauerei. Aber das ist hier die fünftgrößte Brauerei der Welt. Sie haben an sich 42 Brauereien und 15 verschiedene Marken, mehr als 17.000 Angestellte. Und wenn ich das hier sehe, dann bekomme ich Durst. Das muss ich wirklich so sagen. Wenn ich in Italien bin, und wir sind ab und zu in Italien, trinke ich immer super gern dieses Peroni-Bier. Ich weiß nicht, kennt ihr? Schreibt gerne auch mal in die Kommentare hinein. Einer meiner Kunden hat zuletzt auch gesagt, dass das Miller-Bier, und dafür steht diese Brauerei im Übrigen auch, dieses Miller-Bier einfach nicht gut schmeckt. Bitte gerne hier auch mal eure Kommentare. Schmeckt euch das Bier, schmeckt es euch nicht? Aber die Brauerei macht nicht nur Biere, sondern sie machen auch Getränke ohne Alkohol. Und es sind sogenannte Flavored Drinks. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, sondern vielmehr auch nochmal auf die Historie gehen. Schaut mal her, du investierst hier in ein Unternehmen, das 1786 in Kanada, Montreal, gestartet ist. Und Molson Coors ist bis jetzt 2020 gewachsen. Es ist dann, also Miller ist hier jetzt mit dazugekommen im Jahr 1855 und so weiter. Also wer das auch gerne sich mal anschauen möchte, kann hier auf die Investor Relations Seite von Molson Coors schauen. Aber auch in den letzten Jahren hat sich viel, viel getan. Es wurden einige Brauereien hinzugekauft, auch einige wieder abgestoßen. Und schaut euch diese Weltkarte doch mal an. Wir haben hier nicht nur deutsche Biere, wie zum Beispiel Pilsner Urquell. Ich muss dazu sagen, ich kenne es nicht. Italienisches Premium-Bier, Peroni, super lecker. Sondern wir haben auch Miller, Coors Light. Das hier, da war ich zuletzt auch in Kroatien bei einem guten Freund. Ich kann es nicht aussprechen, bitte tut mich gerne korrigieren. Ošovski aus Kroatien, super lecker, war echt klasse. Deswegen, man muss nicht immer nur Budweiser trinken oder Heineken. Es gibt auch andere sehr, sehr leckere Biere. Und ich sag mal so, die Mischung macht sie am Ende des Tages. Aber lasst uns hier auch noch mal kurz mal auf die Markenstrategie eingehen. Denn Molson Coors hat gesagt, wir haben Premium-Bier, welches du hier in der Mitte siehst. Aber es gibt auch ein Angebot, das darüber hinausgeht. Und das ist das Peroni-Bier. Das ist Blue Moon und so weiter. Und es gibt auch ganz normale Standardbiere wie Miller und so weiter. Und was macht Molson Coors jetzt auch? Molson Coors möchte jetzt, da möchte ich noch mal kurz ein bisschen drüber hinausgehen, in das sogenannte Draft-Bier-Geschäft einsteigen. Du siehst es hier, Growing Above Premium Through Powerful Craft Portfolio. Also es sind diese Craft-Biere, das sind Biere, die werden gemischt mit allen möglichen Flavors, mit allen möglichen Geschmacksrichtungen. Da wird Vanille mitgebraut oder verbraut. Da werden Himbeeren mit reingemacht. Da wird, es gibt, glaube ich, keine Grenzen. Und ich muss sagen, ich bin da nicht so ein großer Freund davon. Aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht darum, was macht die Aktie. Und dazu nehme ich dich mal kurz mit zu unseren Kaufsignalen. Ich möchte dir das mal ganz kurz zeigen, denn wir hatten jetzt zuletzt ein Verkaufssignal, welches abgearbeitet wurde. Also unser Verkaufssignal war wirksam bei einem Kurs von $53,82. Heute ist die Aktie bei etwa $45 und es scheint so, als ob wir hier, da nehme ich dich auch ganz kurz mit, einen Boden finden. Ja, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir hier bei 42 aufschlagen werden und dass das
ein wirklich interessanter Einstiegszeitpunkt sein kann. Denn lasst uns hier auch noch mal ganz kurz in die langfristige Historie reingehen. Die Aktie hatte einen wirklichen, ja, eine wirklich schlechte Zeit hinter sich. Sie war bei 110 Dollar und ist abgestraft worden auf 32 Dollar. Das sind ja 60-70% Kursverlust seit dem Jahr 2016. Jetzt aber scheint die Aktie wirklich günstig zu sein. Sie ist angesprungen bei dem Kurs von 32 Dollar, hat sich in kurzer Zeit fast verdoppelt und ist jetzt wieder abgestraft worden. Hintergrund ist auch natürlich, dass Covid-19 einfach die Brauereien und viel mehr Leute, die im Outdoor einfach trinken, also das heißt, also die rausgehen ins Wirtshaus, die rausgehen ins Gasthaus und so weiter und dort trinken wollen oder einfach Spaß haben wollen und alles Mögliche, das ist momentan mit Covid-19 natürlich sehr, sehr schwierig möglich, aber es wird irgendwann vorbeigehen und ich glaube, dass hier auch in Zukunft weiterhin Bier getrunken wird und auch andere Flavored Drinks, wie es ja bei Molson Coors auch der Fall ist. Aktuell noch kein Kaufsignal, noch ein bisschen auf der Seite stehen bleiben, aber wenn du auch im Übrigen wissen möchtest, wann genau du in solche Aktien einsteigen sollst oder wann du da auch wieder aussteigen sollst und wie du diese Signale für dich wirksam nutzen kannst, dann bitte bewerb dich zu einem kostenlosen Strategiegespräch. Den Link findest du unterhalb des Videos. Entweder ich oder mein Kollege der Stefan werden mit dir am Telefon darüber sprechen, wie du das Ganze für dich anwenden kannst. Möchte aber dir das nächste Unternehmen vorstellen. Das nächste Unternehmen ist die Husqvarna Group aus Schweden. Und Husqvarna ist nicht nur der Hersteller von diesen elektrischen Mährobotern, ist nicht nur Hersteller der Gardena Bewässerungssysteme im Garten, sondern die machen vielmehr auch Profi-Equipment für den Bau, für den industriellen Bau. Und darüber hinaus haben sie noch andere Marken, die ich, das muss ich zugeben, nicht kenne. Scheint auch Preisstrategien zu haben. Aber hier ist auch wieder, wer dazu dann noch mehr wissen möchte, kann sich auch gerne noch die Inhalte auf den YouTube-Kanal von Husqvarna anschauen. Aber da möchte ich auch noch mal ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Wir haben uns im Jahr 2020 ein Haus gekauft und der Garten ist relativ groß, aber hat ein großes Gefälle drin und nicht jeder Mähroboter kann das. Ja? Und deswegen Premium Mähroboter gibt es bei Husqvarna. Natürlich gibt es auch andere Marken wie Stihl oder Stihl und so weiter. Ich bin selbst noch bei der Findung, aber was macht Husqvarna? Die sagen, okay, lieber Endverbraucher, also lieber Florian in dem Fall, du kannst nicht einfach nur einen Husqvarna-Roboter kaufen, sondern lass dich da beraten. Geh zu einem Fachhändler, die tun dir das auch professionell installieren. Und das führt natürlich dazu, dass der Endverbraucher happy ist. Ja, er liebt diese Geräte, er möchte damit arbeiten und empfiehlt es weiter. Die Weiterempfehlungsquote dieses Unternehmens, dieser Produkte ist relativ groß. Also ich finde die Distributionsstrategie, so wie man das ja dann auch nennt, relativ schlau. Aber was macht denn der Aktienkurs? Und das ist ja das, was uns auch interessiert. Und die Aktie hatte jetzt zuletzt einen Rücksetzer von 111 schwedischen Kronen. Da möchte ich dich auch kurz mitnehmen, denn wir hatten ein Verkaufssignal in der Aktie seit dem 22. Januar. Also wir sind bei 108 Kronen ausgestiegen. Jetzt steht sie etwa bei 100 schwedischen Kronen und es kann durchaus sein, dass wir hier jetzt bereits den Abverkauf hinter uns gelassen haben. Es steht ja jetzt auch die Gartensaison bevor. Das bedeutet hier auch nochmal bitte kurzfristig auf der Seitenlinie bleiben. Es ist noch kein Kaufsignal da, aber es könnte kurzfristig sich eins ausprägen. Hier nochmal auf der Seitenlinie bleiben. Husqvarna definitiv ein Unternehmen, wo man langfristig auch investiert bleiben kann. Dazu werde ich dir auch noch mal kurz den langfristigen Chart anzeigen. Beispielsweise, wer hier in diesem 2011er Dip gekauft hat bei 29 schwedischen Kronen, konnte seither sein Investment fast vervierfachen. Also langfristig, ja, ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell. Nächstes Unternehmen, das ich dir allerdings zeigen möchte, ist das Unternehmen McCormick. McCormick ist einer der größten
Gewürzehersteller der Welt. Und hier auch nochmal ganz kurz, McCormick ist nicht nur eine ist keine Eintagsfliege, sondern sie haben 17.000 Produkte. Sie haben in 2019, die Präsentation ist leider etwas älter, ich habe keine aktuellere gefunden, über 5 Milliarden Dollar in Umsatz und sind auch in über 150 Ländern der Welt vertreten. Also das ist wirklich interessant. McCormick ist mit verschiedenen Endverbrauchermarken unterwegs, das schauen wir uns gleich nochmal genau an, machen aber nicht nur Endverbrauchermarken, sondern vielmehr stellen sie auch einzelne Gewürze her oder auch Geschmacksrichtungen, die dann Weiterverarbeiter kaufen können bei McCormick. Ja? Also das sind einfach Produkte oder vielmehr auch Marken, die Weiterverarbeiter kaufen können, um dann ihre eigenen Soßen, Ketchup-Richtungen und so weiter zu machen. Hier auch nochmal ganz kurz, wie setzt sich dieser Umsatz zusammen? Natürlich ist es das eine, die Gewürze herzustellen, aber es geht hier auch um Food Services. Das bedeutet, wenn du in Dubai in tollen Luxusrestaurants dinierst und isst, dann wirst du könnte es höchstwahrscheinlich so sein, dass du auch dort Gewürze von McCormick bekommst und so weiter. Ich möchte dir aber auch nochmal kurz zeigen, wie ist es momentan aufgeteilt. Ein großer Teil der Umsätze kommt noch aus den USA, aber es kommt mehr und mehr auch aus diesen Emerging Markets und Asia Pacific. Das bedeutet also, bereits ein Drittel der Umsätze wird außerhalb der USA gemacht. Tendenz stark steigend. Und hier auch nochmal, du siehst ganz, ganz viele leckere Gerichte, die damit noch leckerer gemacht werden. Aber ich möchte nochmal ganz kurz hier auf diesen Slide eingehen. Denn sie haben viele Nummer 1 Produkte, Verkaufsschlager in ihren Reihen. Das sind hier Taco-Zubereitungspäckchen. Das ist Chili, das ist für Wraps, ja, also viele Dinge, die weltweit verkauft werden, USA, Kanada, England, China und so weiter. Also es ist keine Eintagsfliege, es ist eine der größten Gewürzehersteller der Welt, hat aber auch scharfe Soßen, also es gibt nicht nur Tabasco, sondern es gibt darüber hinaus noch andere Marken, aber auch der Senfbereich, Mayonnaise, Ketchup, Barbecue. Überall sind sie vertreten und haben wirklich große Verkaufsschlager in ihren Reihen. Ich selbst muss sagen, ich bin da leider nicht so bewandert, das macht aber nichts. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuschauer hier die ein oder andere Marke vielleicht schon viel, viel besser kennt. Und deswegen hier auch nochmal ganz kurz die Homepage mccormick.com. Aber schaut euch diese ganzen Marken einfach mal an. Zum Beispiel gehört auch dazu eine Honigmarke, die bereits seit dem Jahr 1958 dabei ist. Oder aber auch viele asiatische Gerichte. Ja? Das hier zum Beispiel würde ich eher im asiatischen Raum sehen. Das hier ist definitiv indisch. Ja? Und deswegen wirklich interessant. Asien, hier auch nochmal, ja, möchte jetzt nicht näher besprechen. Wuhan, Asia Pacific. Wuhan war ja der Ort, wo das alles hergekommen ist. Also kann mir vorstellen, dass die momentan vielleicht gerade ein paar Problemchen haben. Aber ja, das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Wir schauen uns jetzt auch mal kurz die Aktie an, denn die hat ja jetzt einen unglaublichen Abverkauf. Ja, von 105 Dollar ist die Aktie abgestraft worden. Machen wir in Rot. Auf jetzt 84 US-Dollar. Und wir sind immer noch nicht am Ende. Das bedeutet, hier immer noch auf der Seitenlinie bleiben. Aber es kann jetzt sehr, sehr gut sein, dass die Aktie im März hier den Boden gefunden hat. Wir von hier aus dann weitergehen. Denn das Geschäftsmodell ist intakt. Es wird weiterhin gegessen. Es wird weiterhin gesalzen, gewürzt, Chili, Pfeffer, alles, was man braucht. Und es wird sich auch in Zukunft so fortsetzen. Klar, Restaurants ordern momentan sehr, sehr wenig. Das ist keine Frage. Aber das wird wieder kommen. Ich glaube, dass langfristig diese Kurse, die wir momentan hier sehen, 80 US-Dollar und so weiter, eine wirkliche Chance ist für diejenigen, die langfristig ein tolles Investment suchen. Denn
Es gegessen und getrunken wird doch normalerweise immer. Wer jetzt hier zum Beispiel im Jahr 2010 bei $20 gekauft hat, hat trotz alledem sein Investment vervierfachen können. Deswegen McCormick definitiv ein Blick wert oder zumindest etwas für die Watchlist. Und kurzfristig kann es hier definitiv auch zu einem Turnaround kommen. Nächstes Unternehmen, das ich dir zeigen möchte, ist das Unternehmen Kellogg's. Und Kellogg's ist viel, viel mehr als nur Frühstücksflocken und Frühstückscerealien. Denn Kellogg's macht auch Nachos, macht auch die Pringles, macht auch ja, Fast Food, Burgers und macht auch ja, diese Nudeln, hier Kellogg's Nudeln, aber macht auch diese Cheesies oder wie die heißen. Also, das sind amerikanische Produkte, sind offensichtlich Chips mit viel Käseinhalt. Also, du siehst jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, mit dem man sich täglich ernähren sollte, aber es wird einfach gekauft und es ist tatsächlich auch lecker, das kann ich soweit bestätigen. Schaut mal her. Jeder kennt doch diese Produkte, Pringles, diese Schokotresor und so weiter. Also die machen dann schon was. Und was sie auch vor allen Dingen machen, sie versuchen trotz alledem ihren, ja, ihren Ruf nach ungesunder Nahrung ja etwas ja, wegzubekommen. No, also kein Zucker hinzugefügt. Gesunde Ernährung und so weiter. Also sie versuchen hier auch diesem Trend aufzuspringen, denn mehr und mehr Leute versuchen sich gesund zu ernähren. Und Kellogg's hatte hier auch eher eine taffe Zeit tatsächlich. Wir hatten hier ein Hoch bei etwa $70. Dann kam Corona, das wurde wieder geheilt und seither auch wieder von $70 ein Verkaufssignal. Aber, und das ist das Tolle, wir haben jetzt in den Signalen der Investorenausbildung ein Kaufsignal. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt von etwa $58 können wir sagen, dass die Aktie tendenziell seitwärts bis hin zu leicht steigend agieren wird. Die Earnings, die zuletzt berichtet wurden, waren schlecht, aber das soll sich bereits im nächsten Quartal schon wieder verbessern auf etwa mehr oder weniger 1 US-Dollar je Aktie. Und dann wäre das Unternehmen auch gar nicht so teuer. Das wäre lediglich ein KGV von um die 15 und das bei einem Wert, der schon immer sehr, sehr stabile Dividenden bezahlt. Also Kellogg's definitiv einen Blick wert. Wir haben jetzt ein Kaufsignal. Ich empfehle dir dann nicht blind nachzukaufen. Du weißt es. Lieber dann auch nochmal mit uns telefonieren, wie du davon jetzt noch besser und noch effektiver profitieren kannst und wie du vor allen Dingen diese Dinge für dich selbst anwenden kannst. Möchte dir aber auch das nächste Unternehmen zeigen. Das ist nämlich das Unternehmen GoPro. Und GoPro hat auch eine wirklich taffe Zeit hinter sich. Die Produkte, die dahinter stecken, sind State of the Art. Sie stehen für Unterwasserkameras, die wirklich gut funktionieren und vor allen Dingen klein sind. Klein in der Haptik, klein in der Anwendung. Sie stehen aber auch für ultra hochauflösende Bilder. Sie stehen für hohe Pixelauflösungen, für gute Linsen. Sie stehen vor allen Dingen, Entschuldigung, hier, dieses Video, das müsst ihr euch anschauen. Genau. Hoffentlich wird es jetzt nochmal abgespielt. Ja, hier nochmal. Dieses Video müsst ihr euch anschauen. Schaut euch das mal an. Wer da zuschaut, der bekommt es doch echt, der bekommt doch Gänsehaut, ja. Diesen Canyon entlang zu fahren. Ich finde es geil, würde es mich nicht trauen, muss ich auch dazu sagen, aber finde ich cool. Auch kannst du Slow Motion machen und so weiter. Also für diejenigen, die da Spaß haben, die Outdoor-Aktivitäten zu filmen und mit anderen Leuten zu teilen, ist es wirklich interessant. Und jetzt eben, Achtung, das ist ein ganz wesentlichen Unterschied, warum dieses Geschäftsmodell aus meiner Sicht jetzt da ist, um durchzustarten. Denn sie haben es nie, sie verkaufen nicht mehr nur die Hardware, also hier diese Kameras, sondern sie haben jetzt angefangen, ein Abo-Modell mit zu verkaufen, um deine Bilder zu digitalisieren und abzulegen in der Cloud und unter Umständen auch zu bearbeiten. Hashtag Adobe, ja, also Adobe ist ja auch ein Medienkonzern. Könnte also sein, dass GoPro sich mehr und mehr zu einem Abo-Modell mit Medienkonzern entwickelt. Was wirklich, wirklich interessant ist, Adobe hat sich wirklich super entwickelt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf GoPro eingehen. Warum? Sie hatten eine taffe Zeit. Schaut euch mal diese Abverkäufe an.
Die Aktie war mal bei 100 Dollar gestanden, mehr oder weniger 100 Dollar, und war jetzt im Tief bei 2 Dollar. Also du kannst sagen, wer da investiert war, das ist ein Totalverlust, Leute. Liebe Leute, das ist ein Totalverlust. Aber es gibt Turnaround-Geschichten, es gibt Liebes-Stories auch an der Börse. Und unser Kaufsignal, das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen, hat die Aktie bei 4,25 Dollar im September 2020 empfohlen. Und seither war es ein Anstieg. Wir sehen jetzt wieder eine Einstiegsmöglichkeit bei etwa 8 US-Dollar. Deswegen, GoPro ist definitiv ein Unternehmen, das momentan klein kapitalisiert ist, also eine relativ geringe Marktkapitalisierung. Aber was sich wirklich aus meiner Sicht zu einem echten Hero entwickeln kann. Nächstes Unternehmen, das ich dir zeigen möchte, ist das Unternehmen PepsiCo. Pepsi Cola. Was ist es jetzt? Pepsi oder Cola? Es ist PepsiCo, also die Pepsi Company. Und sie machen nicht nur Getränke wie Pepsi. Sie machen nicht nur Getränke wie Gatorade. Sie machen auch SodaStream, also Getränke machen zu Hause. Sie machen Wasser. Sie machen eins meiner Lieblingsgetränke, nämlich Lipton Ice Tea. Sie machen Wasser und sie machen auch Kaffee in Zusammenarbeit mit Starbucks. Was sie aber auch machen, und das ist wirklich interessant, sie machen Chips. Hey Leute, diese Chips Lays, ich könnte mich darin reinlegen. Diese Nachos, ich könnte mich reinlegen. Also das Zeug, was sie machen, ist schon echt, echt lecker. Auch hier wahrscheinlich nicht das Gesündeste, aber das mir... Auf meinem Kanal geht es nicht um gesunde Ernährung, sondern es geht um gesunde, eigenverantwortliche Geld- und Kapitalanlage. Und deswegen lasst uns hier mal rüberschauen. Die Aktie hat sich zuletzt wirklich schwer getan, hatte einen Abverkauf von etwa 150 US-Dollar auf jetzt etwa 130 US-Dollar. Die Earnings, die berichtet wurden, waren auch nicht so toll. Ja, es ist ein stabiles Unternehmen mit einer tollen Dividendenhistorie. Das Unternehmen wird es auch weiterhin geben. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Abverkauf jetzt hier mehr oder weniger bei 130 Dollar ein Ende nehmen wird. Warum auch? Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, denn der Konkurrent, der ewige Konkurrent, Coca-Cola, hat bereits seinen Turnaround geschafft. Wir gehen hier auch nochmal ganz kurz auf die Aktie von Cola ein. Da haben wir ja ein Kaufsignal. Die Kunden oder unsere Kunden wissen das. Wir haben das auch umgesetzt, dieses Kaufsignal. Seit etwa 48 US-Dollar sind wir da dabei. Und deswegen ist Pepsi wahrscheinlich der nächste Turnaround-Kandidat. Hier noch kein Kaufsignal, weiterhin auf die Watchlist legen. Aber das könnte jetzt im März eben soweit sein, dass das Ding durch die Decke geht. Und last but not least, ein Unternehmen, das ich dir vorstellen möchte. Es geht jetzt wieder rauswärts, es geht jetzt wieder in die Wärme. Und das ist das Unternehmen Pool Corporation aus den USA, hat aber Standorte weltweit. Sie haben nicht nur einen Standort in Deutschland, ja, der ist hier offensichtlich in Blankenhain. Gut, kenne ich jetzt nicht. Macht nichts. Sondern sie haben auch eine Niederlassung in Turin, viele Niederlassungen in Europa, aber haben sie auch eine oder mehrere Niederlassungen in Australien. Australien ist es ja auch super, super heiß, und aber natürlich das größte, der größte Umsatz wird gemacht in den USA, auch Hawaii nicht zu vergessen, auch Puerto Rico, auch Mexiko, aber das größte, der größte Umsatzbringer ist nach wie vor die USA. Aber ein Unternehmen, ja, dessen Geschäftsmodell eigentlich relativ simpel ist. Sie machen Pools, sie bauen sie, sie installieren sie, sie warten sie auch, wenn du möchtest, und sie verkaufen das Equipment dazu. Und Pools gibt es doch relativ viele. Lass uns da mal einen Blick auf die Aktie werfen. Und das ist eine definitive Highflyer-Aktie. Ja, schaut euch das mal an. Wer da hier im Jahr 2010 gekauft hat, zu einem Kurs von 17 US-Dollar, der hat sein Investment mehr oder weniger verzwanzigfachen können in 10 Jahren oder etwas mehr als 10 Jahren. Jetzt zuletzt ein doch etwas heftigerer Abverkauf, den wir auch in unseren Signalen abgearbeitet haben im Übrigen. Der Abverkauf hat stattgefunden
seit dem 6. Januar. Also wir sind nicht mehr in der Aktie seit einem Kurs von etwa 370 US-Dollar. Und es kann jetzt eben gut sein, dass die Aktie sich hier jetzt bei einem Kursniveau von etwa 300 US-Dollar fängt. Deswegen bringe ich dir diesen Chart mit, diese Aktie auch mit. Denn die Quartalsergebnisse waren state of the art. Sie hatten geschätzt, lediglich 80 Dollar Cent zu verdienen. Fakt ist, es wurde fast das Doppelte. Und deswegen glaube ich, dass diese Aktie sich auch jetzt wieder fangen kann, fangen wird. Allerdings ist es noch nicht so weit. Deswegen bitte hier noch auf der Seitenlinie stehen bleiben. Pool Corporation und auch alle anderen definitiv einen Blick wert. Ich wünsche dir nach wie vor weiterhin viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.